Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die Gillette Sinensys Aktie an. Wir werden uns diese Details detaillierter anschauen. Falls ihr Fragen habt zu bestimmten Details, schreibt mir in die Kommentare. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Und nun starten wir mit der Analyse der Gillette Sinensys Incorporation. Viel Spaß damit! Die Gillette Sinensys Incorporation ist im Healthcare-Sektor tätig. Hier seht ihr aktuell den Google Finance-Ticker, den könnt ihr in Google Search gerne eingeben. Dann seht ihr auch den aktuellen Kurs der Aktie an der Nasdaq und andere Finanzseiten mit mehr Details, was die Firma generell macht. Wir schauen uns heute nur die Bilanz an und den Chart und wo ist mein fairer Wert. Currency Exchange ist auf alle Fälle auch sehr wichtig, denn wir sind ja ein Euro-Währungspaar unterwegs. Und in Nasdaq ist der Dollar-Währungspaar wichtig. Darum ist das Währungsverhältnis zurzeit 1,10. Das heißt, wenn wir 10.000 Euro wechseln, haben wir ungefähr 11.000 Dollar. Wird das Verhältnis schlechter, läuft es gegen uns, haben wir nur noch 8.160 Dollar. Läuft es für uns, haben wir ca. 13.000 Euro. Also wichtig, man kann auch einen Währungsverlust erleiden. Hier sind wir in der Balance Sheet Liability Seite, also Geldgeberseite. Wir sehen hier die Gesamtverschuldung, rot, grün das Eigenkapital. Wir sehen nun hier generell, dass die Gesamtverschuldung hier runterging, dann wieder hoch. Wir hatten den höchsten Wert im Jahr 2020, dann ging es wieder runter, den zweithöchsten Wert, dann gingen wieder weiter runter. Nun liegen wir ein bisschen niedriger wie im Jahr 2018. Hier hatten wir 42 Milliarden, nun haben wir 40 Milliarden. Das heißt, wir haben uns hier optimiert. Das Eigenkapital ging hoch, runter. Hier war auch im Jahr 2020 der niedrigste Wert vom Eigenkapital, dann wieder hoch und nun laufen wir fast seitwärts. Das heißt, Eigenkapital wird nicht mehr erhöht. Es steigt nicht mehr. Es ist sogar vom Jahr 21 bis Q1 reduziert worden um 70 Millionen Dollar. Mal schauen, wie es Q4-mäßig 23 aussieht. Hier sind wir wieder bei Zahlen, Fakten. Wir sehen hier die gesamte Verschuldungsseite mit kurzen Verbindlichkeiten, langen und die Gesamtverschuldung. Wir sehen, dass die kurzen Verbindlichkeiten sich um 0,7% reduziert haben, die langen um 6% und die Gesamtverschuldung um 3,3%. Das heißt, auf alle Fälle haben sie hier die Verschuldung abgebaut in dieser Zeitperiode. Finde ich einmal auf alle Fälle sehr gut. Hier sehen wir das Eigenkapital. Das Eigenkapital wurde um 1,8% reduziert. Wir werden später sehen, warum es weniger wurde. Und die Bilanzsumme wurde um 2,8% weniger. Auf alle Fälle haben wir hier eine Bilanzschrumpfung, aber es wurde die Verschuldung reduziert und das Eigenkapital. Nun schauen wir mal die Stückzahl der Aktien an. Hier sehen wir die Stückzahl der Aktien und dadurch wurde auch das Eigenkapital weniger, denn durch die Stückzahlreduktion wird das Eigenkapital weniger. Der Buchwert pro Aktie hat sich aufgrund der Stückzahlreduktion und Eigenkapitalreduktion um 2% erhöht. Das heißt, wir Aktionäre haben nun auf alle Fälle einen höheren Buchwert, was wichtig ist für den fairen Wert. Nun schauen wir weiter. Balance Sheet, also Bilanzsumme zum Eigenkapital. Wir sehen, dass die Bilanzsumme hier runterging, hier den höchsten Wert aktuell hatte im Jahr 2020, dann wieder leicht abwärts geht, dann wieder runter. Nun haben wir den zweittiefsten Wert an der Bilanzsumme. Der tiefste Wert an der Bilanzsumme war im Jahr 2019. Das Eigenkapital wurde erhöht, reduziert, erhöht und nun laufen wir seitwärts. Den tiefsten Wert hatten wir im Jahr 2020, wie aus der vorigen Gegenüberstellung schon herausgelesen ist. Nun schauen wir mal generell an, dass wir hier, wie hoch ist die Eigenkapitalquote? Wir sehen hier die Langfristigkeiten zum Betriebsergebnis. Die Langverbindlichkeiten gingen runter, hoch, auch im Jahr 2020 die höchsten langen Verbindlichkeiten, also Long-Term Debt. Dann ging es wieder runter und nun laufen wir fast seitwärts. Wir liegen aber niedriger wie im Jahr 2018. Gut, das Betriebsergebnis wurde abgebaut, weniger, tiefster Wert im Jahr 2020, dann wieder hoch, runter, hoch. Wir liegen nun über dem Wert vom Jahr 2018, was auf alle Fälle mal sehr gut ist. Den höchsten Wert vom Jahr 21 haben wir noch nicht erreicht. Mal sehen, ob es wieder kommt. Hier wieder
zum freien Cashflow die Langfristigkeiten. Wir sehen hier dann freier Cashflow hoch, runter, seitwärts. Höchster Wert im Jahr 21, Verschuldung höchster Wert im Jahr 2020. Und wir sehen nun, dass der freie Cashflow hier den besten Faktor hatte. Nun schauen wir mal generell die Zahlen an. Hier wieder Zahlen, Fakten. Die Eigenkapitalquote hat sich vom Jahr 2018 von 33,6% reduziert auf 26,6% im Jahr 2020. Das sehen wir hier, der tiefste Wert war das. Nun liegen wir bei 33,94. Den höchsten Wert haben wir nun hier. Das ist auf alle Fälle mal sehr gut, denn wir haben hier nun einen sehr hohen Wert, höher wie im Jahr 2018. Der höchste Wert war aber im 2019er Jahr. Mal schauen, ob wir wieder auf diese 36 hinkommen. Betriebsergebnis zu Langfristigkeiten haben wir den Faktor 3. Hier ein sehr guter Wert, optimal. Hier war der Wert negativ, zu hoch. Hier auch wieder zu hoch. Hier war der Faktor sogar besser wie im Jahr 18. Hier leicht drüber, ist not good. Und nun liegen wir auch wieder drunter und wir haben nun den zweitbesten Wert. Das heißt, QI1 ist auf alle Fälle mal Betriebsergebnis zu Langfristigkeiten sehr gut. Dann freier Cashflow. Freier Cashflow war hier über 3, not good. Hier unter 3, optimal. Hier über 3, not good. Hier unter 3, optimal. Hier unter 3 wieder auch optimal. Und nun liegen wir auch wieder unter 3, auch optimal. Das heißt, Kreditwürdigkeit ist aktuell optimal. Hier perfekt, hier gut und hier gut. Das heißt, wir haben hier auf alle Fälle eine sehr gute Kreditwürdigkeit und die Eigenkapitalquote liegt über 30%. Hier ist der Monatschart und wir schauen mal den Chart detailliert an. Wir sehen das allererstes einmal hier den Widerstand bei $88. Aktuell die Unterstützung bei $77. Wir sehen hier die Unterstützung im unteren Bereich vom Jahr 21 bei $58. Hier die Zwischenwiderstandszone, Unterstützungszone bei $65. Hier war es eine kleine Unterstützung, rauf, runter. Dann haben wir hier diese Zone getestet. Einmal drüber, dann wieder runter, die $69 oder $70. Wie wir sehen können, wurde dieser Höchstkurs per Schlusskurs nicht überschritten. Das heißt, kein Trendsignal auf weitere steigende Kurse. Nun ist die Frage, was passiert nun? Wir haben hier die Unterstützung bei 77, den Widerstand bei 82. War hier auch mehrmals getestet. Nun schauen wir mal den Wochenchart an, schauen, was der uns generell mitteilt. Negativ würde erst wieder werden, wenn wir unter diesen Tiefkurs runtergehen oder unter diesen Höchstkurs runterfallen. Denn dieser Bereich ist sehr, sehr wichtig. Und wir befinden uns auch noch über die gleitenden Durchschnitte, auf alle Fälle auch sehr gut. Der faire Wert der Chilliard Assignesses Incorporation aus den aktuellen Earnings per Shares und dem aktuellen Buchwert aus der Bilanz 2022 wäre $41. Mit dem 5-Jahres-Durchschnitt Earnings per Shares haben wir hier den fairen Wert bei $36. Vom Nettozuwachs mit den aktuellen Earnings per Shares haben wir den fairen Wert bei $66. Im 5-Jahres-Durchschnitt Earnings per Shares liegt der faire Wert bei $52. Beim freien Cashflow-Zuwachs, der auch gestiegen ist in dieser Zeitperiode vom 5-Jahres-Rhythmus, haben wir mit den aktuellen freien Cashflow den fairen Wert von $92 und im 5-Jahres-Durchschnitt freien Cashflow circa bei $94. Da liegen wir eigentlich fast am fairen Wert. Wir liegen leicht runter unter dem fairen Wert vom freien Cashflow. Aber die anderen fairen Werte sind noch weit entfernt vom aktuellen Kurs. Hier sind wir im Wochenchart und im Wochenchart sehen wir generell hier die 77 rauf runter. Gute Zone. Also wichtig, gehen wir nun unter diesen Tiefkurs runter, können wir die 70 antesten. Gehen wir nun über die $82 hinaus, können wir die 88 wieder antesten. Wir haben schon vorher gesehen, dass der faire Wert aus dem freien Cashflow aktuell höher liegt. Aber vom Nettozuwachs und Buchwert plus Earnings per Shares liegt er tiefer. Und dann müssen wir auch beobachten, wir haben hier Bewegung runter, hoch, eine Seitwärtsrange, runter, nochmal rein in die Seitwärtsrange, dann wieder runter, dann haben wir diesen Bereich getestet, dann ging es aber nicht mehr hoch,
runter, ein neues Tief. Nun haben wir zwar einen neuen Höchstkurs, wir haben diese Höchstkurse herausgenommen und können nun wieder runtergehen. Und dann sollten wir, optimal wäre, über die 82 hinausgehen, dann wäre das eine Trendwende auf Wochenbasis. Gehen wieder drunter, können wir die 77 wieder antesten. Income Statement. Wir sehen, dass der Umsatz sich von Jahr 2018 höher, 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 und nun laufen wir hier seitwärts. Also seit 3 Jahren seitwärts. Nettomäßig sehen wir hier positiv, positiv, extrem wenig, höher, runter, hoch. Den höchsten Wert vom Nettozuwachs hatten wir im Jahr 21, den tiefsten Wert im Jahr 2020 und nun liegen wir auf alle Fälle höher wie im Jahr 2018. Wir liegen nun höher, aber nicht sehr viel. Aber der Umsatz ist viel höher wie im Jahr 2018. Wir werden nun schauen, wie die Prozentzahl aussieht. Hier wieder Zahlen, Fakten. Wir sehen, Total Revenue hat sich um 22,2% erhöht. Auf alle Fälle mal sehr gut. Rohertragmäßig um 24%, betriebsergebnismäßig nur um 8%. Das bleibt generell überabzüglich aller Kosten, bis alles fertig hergestellt ist. Dann vor der Steuer haben wir hier einen negativen Wert von minus 6,8%. Und nettomäßig haben wir nun einen Zuwachs von 2,2. Das heißt, nettomäßig laufen wir hier fast seitwärts. Und dieser Nettobetrag wird dann ins Eigenkapital übertragen und in der Cashflow-Seite, in der Cashflow-Bilanz dann mit anderen Einnahmen gegengerechnet. Darum sehen wir nun die Cashflow-Seite an. Wir sehen hier den Bargeldbestand, der ging um 176 nach oben, Prozent. Bargeldmäßig Cashflow-Seite hier sehr positiv. Dann wieder negative Cashflow-Seite, negative, hier wieder positiv, nur wieder negative Cashflow-Seite. Wir sehen auch, dass die Cashflow-Seite, also die Bargeld-Variante auf der Aktivseite extrem hoch geht, dann wieder runter, hoch, runter, hoch, runter. Darum auch die Cashflow-Seite genau anschauen. Freie Cashflow ist immer vorhanden, ging um 12% nach oben, variiert auch, hoch, runter und nun seitwärts. Dividende pro Aktie wurde um 33% erhöht, ist für uns passives Investor auf alle Fälle sehr gut, passives Einkommen. Wir haben nun in der Trailing 12-Month-Bilanz, aktuell diese Dividende ist vom Jahr 2023 geplant, $3 pro Aktie. Cash to Debt, das heißt Bargeld im Verhältnis zur Verschuldung. Wenn wir das Bargeld nehmen, können wir ja sofort die Verschuldung auf Null setzen. Von der Aktivseite auf die Passivseite. Das heißt, wir reduzieren die Verbindlichkeiten, Bilanzsumme reduziert sich auch und auch das Eigenkapital wird dann gleich bleiben, aber die Verschuldung wird weniger. Und wir haben hier den Faktor 13,7, ist auf alle Fälle ein sehr hoher Wert. Den besten Wert hatten wir hier mit 1,9. Das heißt, wir konnten mit dem doppelten Bargeldbestand die langen Verbindlichkeiten auf Null setzen. Nun haben wir den Faktor 4,65. Auf alle Fälle haben wir hier in dieser Zeitperiode immer den gleichen Faktor. Das heißt, wir haben hier auch eine Seitwärtsphase mit dem Faktor. Zur Gesamtverschuldung hatten wir hier den Wert 23,5. Hier hatten wir den Wert mit 3,3, auf alle Fälle ein sehr guter Wert. Und nun laufen wir auch hier fast wieder seitwärts in dem Jahr 20 bis Q1 23. Das heißt, wenn wir mehr Bargeld haben, können wir auch die Verschuldung sofort auf Null setzen. Total Net Debt to Equity, also die Gesamtverschuldung minus den Bargeldbestand zum Eigenkapital gesetzt, haben wir hier den Faktor 1,9, sehr guter Wert, hier der beste Wert mit 1,22, hier ein sehr hoher Wert, aber nun liegen wir auch bei 1,7. Das heißt, wenn wir die Gesamtverschuldung sofort mit dem Bargeld auf Null setzen, bleiben ca. 36 Milliarden über und das Eigenkapital wäre 21 Milliarden. Das heißt, wir benötigen knapp ungefähr 70% mehr Eigenkapital, dann hätten wir das Verhältnis 1, was auf alle Fälle sehr gut ist. Und wir haben nun auch einen Wert, der niedriger ist wie im Jahr 2018. Auf alle Fälle Top-Werte. Wachstum oder Schrumpfung ist auch sehr wichtig, denn wenn wir nicht wachsen, können wir nur schrumpfen. Wir haben hier die Dividendensteigerung von ca. 6,6% bei an, auf alle Fälle sehr gute Steigerung. Eigenkapital ist leider retour, ist negativ. Auch nettomäßig haben wir einen negativen Zuwachs. Ist auf alle Fälle nicht sehr gut, ist die Frage. Dividende, kann die weiter so gesteigert werden, wenn wir nettomäßig keinen Zuwachs haben?
Darum müssen wir schauen, wie ist die Payout Ratio zum freien Cashflow. Das werden wir alle später sehen. Hier die Finanzdaten. Wir sehen hier die 5-Jahres-Übersicht. Rohertragmäßig haben wir noch 78,7% über. Gut. Betriebsergebnismäßig, Operate Margin, haben wir fast 27,3% über, bleibt im 5-Jahres-Tun. Und nettomäßig haben wir 17,6%, bleibt vom ganzen Umsatz noch über im 5-Jahres-Durchschnitt. Trading 12 Month haben wir hier einen besseren Wert mit 79,18%. Betriebsergebnis, Operate Margin fast 33%, sehr gut. Und Profit Margin haben wir auch bessere Werte wie im Durchschnitt. Das heißt, aktuell ist die Trading 12 Month Bilanz besser wie im 5-Jahres-Durchschnitt. Freier Cashflow, 5-Jahres-Durchschnitt 8,5 Milliarden. Aktuell 8,3 Milliarden, ist ein Rückgang von 1,34%. Auf alle Fälle ein leichter Rückgang, aber wir liegen ja fast in der Line mit dem 5-Jahres-Durchschnitt vom freien Cashflow. Finanzdaten, wir sehen hier, dass wir Return Equity 21% top, zur Bilanzsumme auch 7%, das wäre der Nettoumsatz zum Eigenkapital oder zur Bilanzsumme. Das Preis-Sales ist auf alle Fälle ein bisschen hoch, ist not good. Hier haben wir einen sehr hohen Wert. Ist auf alle Fälle nicht sehr gut, denn der Buchwert pro Aktie bei 16,9. Long-term debt to equity, also lange Abhängigkeit zum Eigenkapital, haben wir Faktor 1,08. Hier haben wir einen Faktor 2. Sind auf alle Fälle auch sehr gute Werte. Wir brauchen ungefähr das Doppelte am Eigenkapital. Dann können wir die langen Abhängigkeiten mit dem Verhältnis 1 abgleichen. Das heißt, wir haben hier dann 0 über. Schulden werden getilgt. Bei langen Abhängigkeiten brauchen wir nur 8% mehr Eigenkapital. Der aktuelle Kurs an der Börse ist ja die 2,81 Dollar. Hier sehen wir die Marktkapitalisierung. Die Earnings per Share Trading 12 Months sind 4,42 Dollar. Das sehen wir hier. KGV haben wir 18,2. Könnte besser sein. Ist auf alle Fälle auch ein bisschen über 15. Freie Cashflow pro Aktie ist 6,6. Da haben wir einen sehr guten Wert. Topwert. Dividende ist aus der Bilanz 2022 ist 2,94. Zahlen Sie seit 7 Jahren Ihre Dividende. Dividendenrendite war 6,35 zum aktuellen Kurs, wo das Video aufgenommen wurde. Die 5 Jahre Earnings per Share sind 3,42. Das KGV ist hier ein bisschen zu hoch. Optimal wäre alles unter 22,5. Freier Cashflow pro Aktie ist hier 6,67. Auf alle Fälle auch ein bisschen höher wie aktuell. Und hier wäre das Verhältnis 12,10, auf alle Fälle auch sehr gut. Aber wir haben hier das KGV zu hoch. Das heißt, der Kurs sollte ein bisschen runtergehen an den fairen Werten vom Nettozuwachs. Und mit dem Buchwert und den Earnings per Share, dann haben wir diese Faktoren auch optimal. Hier die Earnings per Shares zur Dividende. Und wir sehen, dass die Dividende immer leicht bezahlbar ist, denn wir haben hier immer eine schöne Lücke. Hier war es nicht der Fall. Hier war die Dividende auf alle Fälle zu hoch. Hier wieder optimal. Hier war es auch wieder knapp und hier nun ist es auch sehr, sehr hoch, die Auszahlungsquote zum Earnings per Shares. Nun schauen wir das Ganze im freien Cashflow an. Im freien Cashflow sehen wir hier optimale Werte. Alles ist bezahlbar vom freien Cashflow, sogar hier, wo es der Nettoumsatz negativ war. Hier sogar ein Topwert, hier auch optimal und hier auch. Das heißt, vom freien Cashflow sind die Dividende auf alle Fälle immer leicht bezahlbar. Pro Aktie. Hier wieder Zahlen, Fakten. Wir sehen, dass der Nettoumsatz per Aktie, Earnings per Share, um 6% angestiegen ist. Die Dividende um 33%, freie Cashflow um 16,5%, Dividende wieder um 33%. Wir haben hier das Payout Ratio von 67,7% zum Earnings per Shares. Den höchsten Wert hatten wir mit 2.800. Im 5-Jahres-Durchschnitt liegen wir hier mit 78, da liegen wir aktuell nun drunter, auf alle Fälle auch gut. Zum freien Cashflow haben wir das Payout Ratio von 45, den höchsten Wert hatten wir hier mit 45,74, 5-Jahres-Durchschnitt ist mit 40, da liegen wir auch drüber, auf alle Fälle leicht drüber, aber auf alle Fälle unter 50, alles leicht bezahlbar vom freien Cashflow-Dividende aktuell. Also, Dividende ist auf alle Fälle mal safe. Ich hoffe, ich konnte euch einen Mehrwert geben über die Children Sinuses Incorporation. Freue mich schon auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt und ob ihr den fairen Wert mit aus den freien Cashflow auch super findet. Und was sagt ihr aktuell zum 5-Jahres freien Cashflow und zum aktuellen freien Cashflow die Gegenüberstellung? Habt ihr den gefunden in meiner Übersicht? Freue mich auf eure Kommentare. Und hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.